Nun sprich, Liebste. Wieso? Du warst doch im Kino. Ich war im Kino, wollte aber erst mal sagen, wieso wir das Ganze Hokuspokus nennen. Dieses heutige, wo unsere jüngste Enkeltochter Geburtstag hat, weil wir in unserem Kalender der aussterbenden Wörter das Wort Hokuspokus entdeckt haben, was eigentlich doch so aussterbend gar nicht ist. Ich habe noch Hokuspokus, ich als Kind gerne gezaubert. Und ich weiß gar nicht, wieso soll das jetzt so aussterbend sein? Weißt du, was da Nö, wir so machen ist? das ja mit dem Kleinen auch noch. Noch Hokus Pokus, Hokus Hokus Pokus. Simsalabim. Aha. Woher kommt es? Hast du da was gelesen Ja, da drüber? musst du mit dem Lateinischen dann aus der Eucharistieformel Ach du liebes bisschen, so hoc sagt. Hoc est dies ist, jenem nämlich. corpus meum. Ach, das ist nämlich mein Körper. Das ist ja Den interessant. Das legt ist. es aber nur naheliegend. Es könnte auch aus Hax, Pax, Max, Deus, Alemax entstanden sein, Klingt dem grobelig irgendwie. pseudolateinischen Zauberspruch fahrender Schüler, der vielleicht auf einer älteren magischen Formel beruht. Das gefällt mir natürlich viel besser. Hax, Pax, Max, Na gut. Deus, Alemax. Aber da ist ja Gott auch mit drin, ne? Gott. Ja. Wir hatten jetzt heute, anlässlich von Freyas Geburtstag, gab es auch einen Film, Encanto. Da passt dieses Wort Hokus Pokus eigentlich. Es ging nämlich auch um Magie. Das ist ja auch ja, Hokus Pokus im übertragenen tatsächlichen Sinn. Aber dagegen, es spielte in Kolumbien, es ging um ein Dorf oder um eine Familie, die magische Fähigkeiten hatten. Nur einer nicht. Das war das kleine Mädchen Mirabel. Und das wird dann im Film, diese ganze Geschichte wird da entwickelt. Sehr liebevolle, ja, auch witzige Sachen, was die da alles machen. Die eine Familie, der kann Blumen herbeizaubern. Die andere läuft ständig mit einer Wolke über sich und kann dann sagen, es soll regnen oder Sonne scheinen. Naja, und so weiter. Nur diese kleine Mirabelle hat keinen und ist darüber sehr traurig und will nun unbedingt auch solche Wunder verbringen können, fühlt sich so ein bisschen abseits, dass sie nicht diese Gabe besitzt. Das Ganze wird natürlich aufgelöst, geht gut aus. Ja, der Film hat mich zum Teil auch doch schon berührt. Also dieser Familienzusammenhalt, der dann am Ende zu sehen war, dass die Familie eigentlich nur im Ganzen funktioniert, indem jeder wird mit seinen Fähigkeiten als gleichberechtigt oder gleichwertig anerkannt. Und da muss man Wahrgenommen. als auch gar nicht Hokuspokus-Fähigkeiten haben, sondern kann einfach so ganz Liebe sein. Also wie diese Mirabelle, also die ja mit viel Liebe und Zuneigung und Hilfsbereitschaft zu ihren Gaben zählt, ohne dass die übernatürlich sein müssen. Ne? Und das fand ich fand den Film schon berührend. Also diese Showeinlagen war jetzt nicht so mein Ding. Wie es jetzt der Freier gegangen ist, da möchte ich auch gar nicht drüber beurteilen, weil wir schon mal mit ihr in einem Film waren und aber wir dann festgestellt haben, zu Hause hat sie dann doch einiges erzählt. Jetzt kam nicht so viel rüber. Sie hatte nur gefragt, das fand ich dann auch so süß, und was sind denn meine Gaben, ne? Und da haben wir dann schon gesagt, also zum Beispiel eine ganz wesentliche Gabe von ihr ist, so Freude zu verbreiten, wenn sie aus der Schule kommt, sich dann so freut oder ja. Oder wir hatten ihr so ein kleines Büchlein geschenkt mit den 1000 schönsten Wörtern, wie sie dann da drin blätterte und da Seite für Seite so durchlas und sich auch guckte, was wir als schönstes Wort sahen und dann selber ihre eigenen Lieblingswörter aussuchen, die auch wieder mit ihr zu tun hatten. Zum Beispiel Stricken war ein Lieblingswort, fällt mir Ja, gerade so auch ein. Spiegel, Und ne? Spiegel, also alles, was zu ihr passt, was ich auf Spiegel, oder Zopf, ne, glaube ich, Ja, war doch ja, auch dabei, ne? ja, ja. Das war schon ganz interessant. Nee, da freue ich mich auch. Das war ja Barbaras Idee mit dem Buch. Ich war da erst sehr skeptisch. Aber das war ein richtiger Volltreffer, wie sie hier am Tisch saß und da wirklich diese ganzen Listen auch durchging. Und das ist ja auch schön für sie, weil sie eben dieses Lesen dann auch noch mit wieder Entdeckt. entdeckt. Ja, Ne? und dann mit Stickers dann ihre Lieblingswörter markieren Ja, mit kann. kleinen Schmetterlingen. Nee, das war schon schön. Also das Buch hatte auch, ja, auch was Magisches, hätte ich jetzt fast gesagt, hatte auch was Magisches an sich, was ihr total gefallen hatte, Getaugt hat, ja. getaugt hat, obwohl es jetzt ohne überflüssigen Brimborium oder Elektronik
oder irgendwelche Schnickschnack eigentlich ja, gewesen kein werbemäßig ja. Verfremdeter oder aufgedrückter ja. Ja. Zusatzgedöns. Ne? Ich wollte noch auf das Popcorn hinaus. Ihr hattet, ach ja, wir hatten eine Popcorn-Maschinchen eingeweiht, was auch, so auch ganz Wunder. Brav ja. Die österreichischen Popcorn-Maiskörner. Das war irgendwie, war das auch eine Wonne, wie die da rauspoppten. Da habe ich ja. auch noch nie so wahrgenommen. Ja, das, das war schön. Das werden ja. wir nochmal einsetzen. Irgendwann. Ja, ja, vielleicht dann eben doch, dass man das etwas geschmacklich sich süßer macht. Versüßen kann. Oder sie bekam ja im Kino noch, weil sie Familienkarte hatten, wir bekamen sie noch eine Tüte Popcorn gratis und der war salzig. Ich fand, unsere schmeckte fast noch besser. Schmeckte zwar nach gar nichts, aber. Schmeckte. Aber sie hat beides gegessen. Hatte links dann eine Popcorn-Tüte und rechts eine Popcorn-Tüte. Hat nach beiden da reingegriffen und auch leer gegessen. Ich habe auch ein bisschen, aber sie hat schon die Mehrzahl da aufgegessen. Na. Was den Film betrifft, war natürlich auch dann diese Person in der Familie, die Blumen zaubern, passt ja auch schön zu ihr, die Blumen zaubern konnte vom Himmel und alle möglichen, alles Mögliche in Blumen verwandeln konnte, war ihr Favorit. Wobei dann aber auch interessant war, es war in der Familie immer der hohe Anspruch, alles perfekt zu machen. Und sie hatte da auch die Blumen immer in Reihe und Glied aufgeführt, immer in einer Farbe, alle hintereinander. Und irgendwann entdeckte sie, sie kannte ja auch ganz anders. Sie hatte dann nämlich versehentlich einen Kaktus zwischen diesen ganzen Blumenfeldern, dass der ja auch ganz interessant aussieht. Das fand ich dann auch schön. Und dann dieses ganze Haus hatte sie dann auch plötzlich so mit Blumen, also so querbeet, so würde ich sagen, versehen. Wie in so einem Dschungel sah das dann aus. Und dann nicht mehr so aneinandergereiht, Blume an Blume. Das waren schon kleine, so kleine interessante Botschaften in den Film ja, mit eingebaut. Da sind wir wieder bei dem Film gelandet. Was war denn noch? Ja, schaut es euch selber an. Die Kritiken sind recht unterschiedlich. Ja, die einen sind von den besten Film von Walt Disney bis hin, hätte überhaupt nicht berührt. Man müsste das vielleicht das Original gesehen haben, habe ich eine Kritik gehört. Also, ganz unterschiedlich. Am besten anschauen und sein eigenes Urteil bilden. Ja, oder selber unterwegs sein und sich was einfallen lassen. In dem Sinne, Baba. Baba.